Im Moment erleben wir eine Situation, in der sich viele Menschen fragen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wir sind ja so in einem etwas ungewissen Zustand. Auf der einen Seite haben wir seit Anfang Dezember einen harten Lockdown. Die Zahlen sind auch zurückgegangen. Das kann man für Niedersachsen daran festmachen. Wir standen schon bei etwa 125. Heute Morgen sind wir bei etwas mehr als 77. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage 77 bis zur Zielzahl 50, ist noch ein Stück Wegs zu gehen. Und vor allen Dingen, wir haben auch unverändert das nicht geklärte Risiko mit den Virusmutationen. Dass es sie in Niedersachsen gibt, das steht fest. Das wissen wir aus verschiedenen Orten und ich nehme an, das wird auch immer deutlicher werden. Wir wissen allerdings nicht in Niedersachsen und nicht bundesweit, wie weit ist jetzt die Verbreitung dieser Mutation tatsächlich und vor allen Dingen, was für eine Dynamik steckt dahinter. Das ist ja eine ganz entscheidende Frage, insofern Ungewissheit. Ungewissheit ist auch das Stichwort, wenn ich beispielsweise an viele Betroffene denke. Bernd Altusmann wird sicherlich etwas sagen zur Situation vieler Menschen im Einzelhandel, in der Gastronomie und in weiteren Wirtschaftsbereichen. Wir wissen, darüber könnte Grant Hendrik Tonne länger reden, wie die Situation in den Familien ist, bei Kindern und bei Jugendlichen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und überall dort stellt sich die Frage, wie kann es eigentlich weitergehen? Diese Frage zu beantworten ist unter diesen Vorzeichen alles andere als einfach. Und ich möchte gerne eines am Anfang sehr deutlich machen. Das ist kein Lockerungsplan, sondern das ist ein Plan, der beschreibt, wie es sein kann, wenn es besser wird und wenn es schlechter wird. Wir haben keine Gewähr dafür, dass es besser werden muss. Aber umgekehrt tun wir auch alles dafür, dass es nicht wieder schlechter wird. Und dass man in einer solchen Situation nicht die eine richtige Antwort geben kann, das liegt für mich eigentlich klar auf der Hand. Unsere Antwort auf diese Situation ist ein erweitertes Ampelsystem. Keine dreifarbige Ampel wie im Straßenverkehr, sondern wir glauben, dass wir mit 6 unterschiedlichen Stufen arbeiten müssen. Eine Stufe, die ist eigentlich unser Endziel. Natürlich arbeiten wir, wollen wir, sehnen wir uns nach einem Ende der Pandemie, nach einer Überwindung des Coronavirus. Nur, wenn wir ehrlich sind und realistisch bleiben, dann ist das in dem nächsten halben Jahr nicht zu erwarten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auf die eine oder andere Weise mindestens in diesem Zeitraum mit dem Virus umgehen müssen. Und dafür wollen wir eine Grundlage bieten. Wie gesagt, es kann besser werden, es kann auch schlechter werden. Vieles von dem, was in den einzelnen Bereichen an Maßnahmen enthalten ist, wird Ihnen bekannt vorkommen. Wir sind ja jetzt im 12. Corona-Monat in Niedersachsen. Wir haben zahlreiche Regelungen inzwischen gehabt. Und diese Erfahrungen werden auch mit aufgenommen in unserem Plan. Es gibt allerdings auch Veränderungen, auf die ich ausdrücklich aufmerksam machen möchte. Wir müssen natürlich uns auch fragen, was für Erfahrungen ziehen wir eigentlich aus dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Eine Erfahrung ist, wir sollten in Zukunft früher und energischer einsteigen, wenn die Infektionen wieder ansteigen. Wir arbeiten ja bislang bundesweit in allen 16 Ländern mit einem System, wo die 35 gewissermaßen signalisieren soll. Jetzt müssen wir aber aufpassen und ab 50 gilt dann sozusagen der Zustand, wo man intervenieren muss, wo harte Bremsen eingezogen werden. Wir glauben nach allem, was wir erlebt haben, dieser Wert 35 ist zu hoch. Wir müssen ihn vorziehen auf 25 und wir müssen ihn stärker machen. Schon konkrete Konsequenzen müssen mit dem Wert 25 verbunden sein. Und es gibt eine zweite Lehre, die wir ziehen sollten, nämlich die Dynamik in der Entwicklung mit zu betrachten. Übrigens auch ein Gesichtspunkt, der jetzt noch ergänzt worden ist in der Überarbeitung. Wenn wir nämlich sehen, über einen Zeitraum von 7 Tagen steigen die Infektionen, steigt der Inzidenzwert stetig an. Und seien es auch nur 2 Punkte, sodass man innerhalb von einer Woche etwa 14 Punkte mehr hat als am Anfang, dann kann man davon ausgehen, dass da etwas im Busche ist. Dass es sich lohnt, jetzt zu intervenieren, damit es erst gar nicht erst schlimmer wird.
Mit einem solchen Dynamikfaktor wollen wir von Anfang an die Zahl niedrig halten. Und wenn ich das ausführe und hinzufüge, dass wir eben auch ganz bewusst wesentlich schlechtere Szenarien auch mit integrieren als dasjenige, das wir derzeit erleben, dann werden Sie mir recht geben, nein, ein Lockerungsplan ist das nicht, sondern es ist ein Plan, der versucht, die richtige Antwort auf unterschiedliche Situationen zu geben und der konsequent das Ziel verfolgt, die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten und damit natürlich auch alle Einschränkungen für die Gesundheit, aber auch beispielsweise für Gesellschaft und Wirtschaft. Wir wollen, dass wir auf diese Art und Weise es schaffen, dieses Virus unter Kontrolle zu kriegen, so lange, bis unsere Gesellschaft wieder aus sich selbst heraus geschützt ist. Damit bin ich natürlich beim Stichwort Impfung. Wir hatten ja gestern einen Impfgipfel und bei allen Schwierigkeiten, die wir am Anfang haben und die wir in allen Ländern haben und auf die bezogen auf Niedersachsen Carola Reimann sicherlich eingehen wird. Bei allen Schwierigkeiten muss man sagen, die Perspektive bleibt nach wie vor eine gute. Dass wir nämlich davon ausgehen, dass insbesondere im zweiten Quartal wir mit wesentlich größeren Impfmengen natürlich viel mehr Menschen erreichen können, dass insbesondere auch im dritten Quartal die Möglichkeit besteht, dass an seinem Ende allen impfwilligen Menschen in Deutschland und in Niedersachsen ein Impfangebot unterbreitet werden kann. Unser Ziel muss es sein, in den nächsten Monaten Schritt für Schritt und auch wenn es enorm anstrengend ist, unsere Gesellschaft zu impfen. Wenn uns das gelungen ist, dann haben wir auch die Chance, dass wir dann wegkommen von Sonder-Corona-Regelungen. Dann haben wir die Chance, dass wir wieder auch eine Normalität haben können, so wie wir es eigentlich in Erinnerung haben. Und was sich deutlich unterscheidet von unseren Erfahrungen in den letzten Monaten. Das ist das eigentliche Ziel dieses Stufenplans. Und lassen Sie mich abschließend etwas zum weiteren Verfahren sagen. Das ist ein Diskussionsentwurf. Es gibt, soweit ich weiß, derzeit noch keinen entsprechenden so detaillierten Entwurf aus einem anderen Bundesland. Die Kollegen aus Schleswig-Holstein haben etwas vorgelegt, was aber mindestens teilweise doch in eine andere Richtung geht. Wir glauben, dass wir eine breite Diskussion im Land darüber haben sollten. Wir werden heute die unterschiedlichen Verbände, die unterschiedlichen Akteure in unterschiedlichen Bereichen anschreiben. Wir haben bereits die Landtagsfraktion unterrichtet. Es wird auch eine politische Diskussion dazu geben. Und wir wollen genau auf die Reaktion horchen. Keiner von uns hat den Eindruck, dass er automatisch der Weisheit letzten Schluss gefunden hat. Wir wollen darüber hinaus zweitens auch den weiteren Gang der Bundesländergespräche abwarten. Und das unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen, wir brauchen dringend Informationen über die Virusmutation. Darüber habe ich ja schon etwas gesagt. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und dem Bundeskabinett ist vorgesehen für den 10. Februar. Spätestens zu diesem Zeitpunkt brauchen wir wirklich belastbare Aussagen, damit wir auch einfach eine Grundlage haben, die weitere Entwicklung einschätzen zu können. Und darüber hinaus hatten wir in unserer letzten Runde miteinander erörtert, dass eine solche Diskussion, wie kann es denn weitergehen, auch in diesem Kreise geführt werden wird. Das wird also am 10. Februar der Fall sein. Ob man diese Diskussion dann dort schon abschließen kann, das vermögen wir derzeit nicht abzuschätzen. Und deswegen will ich auch ausdrücklich sagen, es ist auch durchaus denkbar, dass wir in dieser Hinsicht noch mehr Zeit brauchen. Denn natürlich wollen wir in Niedersachsen nach wie vor unseren Weg gehen, innerhalb eines Korridors, auf den wir uns auch zwischen dem Bund und den 16 Ländern miteinander bewegen. Das war von Anfang an unsere Marschroute. Und erst wenn diese Voraussetzungen absehbar sind, dann werden wir auch im Landeskabinett alles das auswerten, was wir bis dahin gehört haben und dann eben auch die weiteren Entscheidungen treffen. Was ich damit sagen will, ist es nicht zu erwarten, dass in dieser Hinsicht jetzt ganz kurzfristige Entscheidungen stattfinden werden, sondern wir glauben, die Sache ist es wert, sehr in Ruhe miteinander diskutiert zu werden und auf dieser Grundlage dann auch zu guten Ergebnissen zu kommen, von denen ich insbesondere auch hoffe, dass sie, naja, eine breite Übereinstimmung ergeben. Denn das will ich schon abschließend sagen. Wir erleben natürlich durchaus unterschiedliche Erwartungen. Viele Menschen haben
größte Angst, größte Sorgen vor dem Virus. Viele andere Menschen drängen darauf, dass wir jetzt endlich mal wieder zur Normalität zurückkehren können, weil sie auch um ihre Existenz, um ihre Arbeitsplätze fürchten. Und alles das ist auch sehr berechtigt. Wenn wir miteinander einen guten Weg in Niedersachsen finden wollen, so wie uns das bislang gelungen ist, dann werden wir diese Zeit für eine Diskussion auch brauchen. Und als Landesregierung stehen wir dazu bereit. Das soll es für den Anfang von mir gewesen sein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Weil. Es macht weiter der Wirtschaftsminister Bernd Altusmann. Ja, vielen Dank. Niedersachsen geht mit dem Stufenplan in der Abwägung zwischen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Risiken für unser Bundesland ganz bewusst einen sehr umsichtigen Mittelweg. Mittelstand, Handwerk und Industrie brauchen eine klare Perspektive. Und deshalb müssen wir unsere niedersächsische Wirtschaft jetzt in die Pool Position bringen, in die Startposition, um am Ende gestärkt und kraftvoll aus der Pandemiekrise herauszukommen. Dabei bleibt die bewährte Faustformel, zunächst einen Wert unter 50 zu erreichen, was die Infektion pro 100.000 Einwohner betrifft, der entscheidende Punkt, um durchgängig zur Kontaktverfolgung, Nachverfolgung entsprechend beitragen zu können. Erst dann kann man über weitere Lockerungen sprechen. Alles andere wäre nicht verantwortbar. Die beschlossenen Beschränkungen und Schließungen verursachen jedoch branchenübergreifend mit Blick auf die Wirtschaft deutliche Einbußen. Je länger der Lockdown dauert, desto schwerwiegender. Hotellerie, Gastronomie, Clubs, Diskotheken, Reiseveranstalter, Freizeiteinrichtungen, Veranstalter aller Art, aber auch gerade das Handwerk, die mittelständischen Betriebe in unserem Land mahnen uns, dafür zu sorgen, dass wir einen Betriebestab im Anfang dieses Jahres 2021 verhindern mögen. Der aktuelle Lockdown trifft im Moment ganz besonders die körpernahen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Friseure, aber insbesondere auch den innerstädtischen Einzelhandel mit voller Wucht. Das umsatzstärkste Geschäft rund um die Weihnachtsfeiertage fiel bekanntlich weitestgehend aus. Und was die Wirtschaft in dieser Ausnahmesituation neben schneller, möglichst unbürokratischer Hilfe, Auszahlung von Hilfen ebenfalls auch benötigt, ist am Ende diese Perspektive. Und deshalb diese richtige Überlegung innerhalb der Landesregierung, diesen Stufenplan vorzulegen, einen verlässlichen, transparenten Ausblick geben zu können auf den langfristigen Umgang mit Corona-Maßnahmen und natürlich der Wirtschaft bestmögliche Planungssicherheit damit zu bieten. Wir wollen die Unternehmen wie den Beschäftigten klar sagen, was wir unter welchen Umständen für verantwortbar halten und was unter welchen Orientierungsmarken tatsächlich möglich ist. Insofern haben wir konkrete Szenarien entwickelt und Alternativen in den Blick genommen, um hier eine inzidenzbasierte Strategie auf den Weg zu bringen. Wir können keine exakten Termine für Öffnungen hier heute nennen, dafür aber eine sehr konkrete Vorstellung von Szenarien, was möglich ist, wenn. Eine Strategie für den nachhaltigen Wiederanlauf der Wirtschaft muss zielgenau sein. Sie muss mögliche Öffnungsschritte frühzeitig in den Blick nehmen. Sie muss den richtigen Zeitpunkt treffen, an dem Lockerungen eben nicht voreilig vorgenommen werden und der eingeschränkte Wirtschaftsbereich verantwortbar dann wieder tätig werden kann. Vom Zeitpunkt wiederum hängt vieles andere ab, welche flankierenden Maßnahmen wir in Niedersachsen ergreifen müssen. Deshalb wollen wir neben dem wirtschaftlichen Klima, in dem unsere Betriebe dann schnell wieder Fahrt aufnehmen können, natürlich auch mit eigenen Maßnahmen, Richtlinienverfahren, Förderprogrammen, schnelles, effektives Handeln der öffentlichen Hand, Flexibilität bei gezielten Investitionsförderungen vorankommen. Beim Stufenplan handelt es sich um ein atmendes System, das zu einem allgemein verständlichen, klar definierten Rechtsrahmen bei sich veränderten Inzidenzwerten führen soll. Mit Blick auf einzelne Branchen nur so viel. Der Einzelhandel soll bei einem Inzidenzwert unter 50 mit erhöhten Anforderungen an das Hygienekonzept öffnen dürfen. Der Einzelhandel darf anders als zum Beispiel Gastronomie, Beherbergung oder körpernahe Dienstleistungen in dieser Stufe 3, das ist die Mittelstufe, auch dann öffnen, wenn der R-Wert, der Reproduktionsfaktor, zwar nicht kleiner als 0,8 ist, das Infektionsgeschehen sich aber dennoch negativ entwickelt. Die notwendige Grundversorgung bleibt selbstverständlich und unter den bereits bekannten und bewährten Auflagen weiterhin erlaubt. Eine weitgehende Öffnung auch in Corona-Zeiten über diesen Bereich der Grundversorgung hinaus ist für das Überleben und die wirtschaftliche Existenz vieler Unternehmen elementar. Deshalb haben wir uns mit Click und Collect, also Bestellen und Abholen,
immerhin auch mit Blick auf Absatzmöglichkeiten in jeder Stufe, auch bei höherem Infektionsgeschehen außerhalb einer regulären Öffnung, auf das Möglichste konzentriert. Mir ist klar, dass dies den Umsatz der geöffneten Läden letztendlich nicht auffangen kann, den verlorenen Umsatz, aber zumindest einen Teil der Einnahmeverluste ausgleichen kann. Wir haben auch in diesem Stufenplan sehr klar und deutlich mit Blick auf den öffentlichen Personennahverkehr oder aber den Einzelhandel, wie in dem Beschluss der MPK vom 19.01. nochmal sehr klar die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung konkretisiert und verschärft. Niedersachsen hat die Regelung zum Tragen einer medizinischen Maske im Rahmen der aktuellen Verordnung auch auf die erlaubten Tätigkeiten im Bereich körpernahe Dienstleistungen und Körperpflege ausgeweitet. Und auch der Stufenplan berücksichtigt die Wirksamkeit dieses erhöhten Standards ausdrücklich. Im Bereich Tourismusland Niedersachsen, das ist nach wie vor eine der festeren Wettbewerbspositionierungen im Reiseland Niedersachsen. Dort lauten die Schlagworte letztendlich Resilienz und Robustheit. Das ist auch das Ziel dieses Plans, Resilienz und Robustheit für unser Bundesland zu entwickeln. Und im Hinblick auf den Stufenplan muss uns jetzt ein Spagat gelingen. Einerseits der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus gerecht zu werden und andererseits steigenden Infektionsgeschehnissen aufgrund von Reisebewegungen entgegenzutreten. Mit der Wiedereröffnung des Tourismus nach dem ersten Lockdown im Frühjahr haben die maßgeblichen Akteure ihre Beiträge geleistet. Es sind Hygiene- und Schutzkonzepte vorgelegt worden. Mit Blick auf die touristischen Teilsegmente. Insofern gibt es teilweise Öffnungsperspektiven. Für den Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr sind Hygienestandards einzuhalten, die Sie alle kennen. Die Sicherstellung dieser Hygienestandards ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier zu einem atmenden System kommen. Hinzu kommt ein infektionsschutzgerechtes Konzept zur Lüftung von Gebäudeinnenräumen. Das ist im Vergleich zu den Hygieneanforderungen aus dem letzten Frühjahr das wesentliche neue zusätzliche Kriterium. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen kommt der Innenraumlufthygiene hierbei eine große Bedeutung beim Infektionsschutz zu. Wir haben uns dazu entschieden, touristische Übernachtungen bis zu einem Inzidenzwert von 50 in Stufe 3 unter Einhaltung sachgerechter erforderlicher Hygienekonzepte zu ermöglichen. Bei darüber liegenden Werten bleiben demnach nach wie vor lediglich Übernachtungen zu dienstlichen und anderen notwendigen Zwecken möglich, auch gastronomischen Service. All das haben können Sie auch in der entsprechenden Verordnung oder in dem entsprechenden Stufenplan, nicht in der Verordnung, dann nachvollziehen und nachlesen, gerne auch in Fragen mehr. Der Stufenplan abschließend stellt aus meiner Sicht einen sehr guten Kompromiss dar, aus den gesundheitlichen Erfordernissen zum Schutz der Bevölkerung und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die sich gerade mit Blick auf ein Flächenland mit einem starken Mittelstand in Niedersachsen ergeben, der stark von den pandemievollen Folgen belastet ist. Und letztendlich wollen wir hier diese Perspektive mit Planungssicherheit auch in der Pandemie geben. Und wir alle hoffen, dass wir das Jahr 2021 zum Jahr der Überwindung der Corona-Pandemie auch für unser Bundesland Niedersachsen machen können, gerade mit Blick auf die Wirtschaft in unserem Land. Die Hoffnung kann man sich gut anschließen. Vielen Dank, Herr Dr. Althusmann. Es folgt die Sozialministerin, Frau Dr. Reimann. Ja, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Stufenplan, den wir Ihnen hier vorstellen, wollen wir eine klare Perspektive für die Niedersächsinnen und Niedersachsen aus dem Lockdown geben, der uns ja alle sehr belastet. Und die Entwicklung des Infektionsgeschehens ist in den letzten Wochen positiv. Der Ministerpräsident hat es gesagt, wir haben heute eine Inzidenz von 77,7. Das ist noch zu hoch, aber deutlich besser als viele Wochen davor. Und es fehlen noch flächendeckende Untersuchungen zu den Mutationen, zu den mutierten Formen des Virus. Wir sehen auch in Niedersachsen vereinzelt immer wieder Fälle von diesen Mutationen. Und wir werden das sehr genau beobachten müssen und werden da auch weiter wachsam und vorsichtig sein müssen. Sobald das Infektionsgeschehen die Umsetzung des Stufenplans erlaubt, haben wir aber damit ein klares, rationales Instrument in der Hand, um schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown zu organisieren. Und die Parameter sind hier gerade genannt, das ist die Inzidenz, das ist der R-Faktor, das ist natürlich auch die Belastung der Krankenhäuser und flankierend, stabilisierend abgefedert mit Tests und vor allen Dingen mit Impfungen. Denn neben den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen ist natürlich die Impfung der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie. Beim Start der Vergabe von Impfterminen an Niedersächsinnen und Niedersachsen letzte Woche
ist nicht alles reibungslos gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ich kann den Ärger der Menschen verstehen, die derzeit darum kämpfen, einen Termin für eine Impfung zu erhalten. Und bedauere, das will ich hier nochmal sagen, dass es bei der Terminvergabe am Anfang zu technischen Schwierigkeiten gekommen ist. Wir haben daraus in den letzten Tagen Konsequenzen gezogen und eine Reihe von Änderungen und Veränderungen umgesetzt und auf den Weg gebracht. Da ist natürlich zuallererst das anfängliche Problem, dass beim Anruf der Impfhotline eine Ansage zu hören war, die Nummer sei nicht vergeben. Das ist seit Donnerstagnachmittag behoben. Und ab dem kommenden Freitag wird es die Möglichkeit auch im Internet geben, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, was bisher eben nur an der Hotline möglich ist. Und das Problem des landkreisübergreifenden Impftourismus wird dadurch gelöst, dass wir zunächst die Wahl des Impfzentrums auf den eigenen Landkreis oder die kreisfreie Stadt, also auf das Heimatimpfzentrum, beschränken. Das kann in Einzelfällen, das will ich hier sagen, auch bedeuten, dass ein längerer Weg und eine längere Anfahrt in Kauf genommen werden muss, weil ein Impfzentrum im Nachbarkreis möglicherweise sogar näher ist am Wohnort als das eigene. Aber angesichts der großen Knappheit des Impfstoffs werden wir diese Begrenzung vorübergehend vornehmen, bis überall im Land deutlich mehr Impfstoff und damit auch mehr Termine zur Verfügung gestellt werden können. Die Buchung von Paarterminen, also dass sich ein Pärchen, das beide über 80 ist, gleich über die Hotline geben, das wird möglichst schnell eröffnet, sowohl über die Hotline als auch über das Impfportal. Und angesichts der immensen Knappheit des Impfstoffs muss ich hier heute noch mal einfach bitten, alle, die impfberechtigt sind, die heute schon impfberechtigt sind, sich in dieser Stelle noch mal wirklich Geduld zu haben. Und unser Dienstleister arbeitet mit Hochdruck, die angesprochenen Änderungen im System umzusetzen. Nach wie vor haben wir unglaubliche Anruferinnen und Anruferzahlen an der Hotline. Ich verstehe, dass es frustrierend ist, wenn ich da immer und immer wieder anrufe und nicht durchkomme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen aber pausenlos Anrufe an und vergeben Termine und setzen auch impfberechtigte Personen auf die Warteliste. Stand heute Morgen hatten 11.232 Personen Termine, also jeweils zwei Termine, Erst- und Zweitimpfung, und 24.130 stand auf der Warteliste. Und wir arbeiten diese Warteliste konsequent ab. 1.659 Personen sind dann von der Warteliste auch schon wieder herunter und haben einen Termin in ihrem Impfzentrum erhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in Niedersachsen bei den Impfungen eine ganz klare Strategie. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die besonders Vulnerablen, die besonders gefährdeten Personen in den Alten- und Pflegeheimen und in unseren Krankenhäusern so schnell und so umfänglich wie möglich zu impfen. Also das heißt, dass wir auch die Zweitimpfung zeitnah und absolut verlässlich stattfinden lassen. Niedersachsen liegt bei der Zahl der durchgeführten Impfungen, Zeitimpfung jetzt, mit knapp 53.000, wir haben ja immer diese Länderrankings, auf Platz 4 im Ländervergleich. Und gerade bei den Bewohnerinnen und Bewohnern geht es ja um den ganz besonders geschützten Problembereiche. Wir haben da wirklich die empfindlichste Stelle in der Gesellschaft und wir wollen da wirklich geschützte Gemeinschaften bekommen. Und wir haben jetzt mehr als 24.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Niedersachsen geimpft und vollständig geimpft. Das heißt zweimal geimpft und damit haben wir den dritthöchsten Wert bundesweit. Wir haben uns zudem entschieden, die Hälfte der Impfdosen für die Zweitimpfung konsequent zurückzulegen, um unabhängig von den Lieferschwierigkeiten, die ja alle Hersteller haben, und diesen Lieferschwankungen der Hersteller, davon unabhängig zu sein. Das wirkt sich zwar zunächst erstmal nicht positiv auf die Quote der Erstimpfungen aus. Die Entwicklung der letzten Woche und auch die Notwendigkeit eines Impfgipfels zeigen ja aber, dass wir das richtig gemacht haben. So können wir gewährleisten, dass alle, die einmal geimpft sind, auch so schnell wie möglich ein zweites Mal geimpft werden und dann eben auch umfänglich geschützt sind. Alle zur Verfügung stehenden Dosen, die wir zur Erstimpfung haben, werden aber verimpft, immer und sofort ausgeliefert und dann auch wirklich vollständig verimpft. In den nächsten Wochen wird es weitere Termine geben. Aber wir haben bisher leider deutlich zu wenig Impfstoff. Ich will das hier nochmal sehr klar sagen, um alle
impfberechtigten Personen, und das sind 800.000 in Niedersachsen zurzeit, wirklich zeitnah zu impfen. Und auch in den nächsten Wochen werden wir pro Woche nur 65.000 Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs zur Verfügung haben. Das ist ja der, der für über 80-Jährige auch genutzt werden kann. Und auch Moderna, auf die wir Hoffnung hatten, da wird im ganzen Februar 26.400 Dosen lieferfähig sein. Das ist das, was der Hersteller jetzt zusagt. Und die Hersteller sind deshalb absolut gefordert, deutlich mehr und deutlich verlässlicher zu liefern. Im ersten Quartal werden wir aber nach den Ergebnissen des Impfgipfels damit noch nicht zu rechnen haben. Aber ich habe Hoffnung für das zweite Quartal. Da haben die Hersteller sehr viel größere Mengen zugesagt und angekündigt. Und damit ist natürlich eine Perspektive eröffnet, weil das zentrale Ziel ist, dass das Virus nicht mehr auf eine naive, also ungeschützte Bevölkerung trifft, dass wir einmal die Schutzmaßnahmen haben und auf der anderen Seite eben auch nochmal einen Schutz durch die Impfung. Und deswegen werden wir dazu auch alles weiter auf den Weg bringen. Vielen Dank, Frau Reimann. Wir machen weiter mit dem Kultusminister. Was haben die Schulen zu erwarten mit dem Plan? Vielen Dank. Herr Ministerpräsident Weil hat ja den grundsätzlichen Fahrplan erläutert, auch das Verfahren vorgestellt. Ich will das jetzt für den Bildungsbereich gerne noch um zwei, drei Aspekte ergänzen. Unser Ziel ist es natürlich, mit all dem, was wir machen, so viel Klarheit und Transparenz wie möglich an den Tag zu legen und auch so viel Perspektivplanung dem Bildungssystem in Gänze, den Schulen wie auch den Kitas mit an die Hand zu geben. Auf Basis des heutigen Tages, auch der Entwicklung der letzten Woche, planen wir daher den Weg in den Stufenplan, auch in den inzidenzbasierten Stufenplan, in drei Schritten. Der erste Schritt ist das, was wir jetzt haben im Februar, wo wir heute auch am zweiten, mit dem morgigen Tag dann auch stehen, mit bedauerlicherweise wirklich harten Einschnitten im Bildungssystem, wo wir viele Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht haben, wo wir aber sehr bewusst auch gesagt haben, dass wir einen besonderen Blick auf Abschlussklassen lenken und einen besonderen Blick auf die jüngsten Schülerinnen und Schüler richten. Also die Grundschulklassen wie auch die Abschlussklassen im Wechselunterricht beschulen. Uns ist, ich glaube, allen Beteiligten völlig klar, was das für alle Beteiligten bedeutet, was das auch an Herausforderungen, auch an Unzulänglichkeiten mit sich bringt, wenn man nicht den gewohnten Weg in die Schule oder den gewohnten Weg in die Kita gehen kann. Eine große Herausforderung für Eltern in der Organisation, eine riesengroße Herausforderung für die Kita-Kinder, für die Schulkinder und übrigens auch eine extreme Belastung für alle Beteiligten, von Erzieherinnen und Erziehern bis hin zu Lehrkräften. Uns ist sehr bewusst, was das auch im Arbeitsalltag bedeutet. Und ich glaube, allein schon denen sind wir es schuldig, so schnell wie es nur geht, auch aus einer Situation, aus dem jetzigen Lockdown herauszukommen. Aber das gestaltet nun einmal der Rahmen, auch die Entwicklung der Inzidenzzahlen, wie schnell das gelingen kann. Die Entwicklung, das wurde ja betont, ist gut, aber sie ist auch noch nicht ausreichend. Wir wollen dann in einem Schritt 2 einen Übergang beschreiten. Einen Übergang, der bis zu den Osterferien geht. Wenn wir aus dem Lockdown, aus dem Shutdown herauskommen, für ungefähr 4 Wochen, dann ist das Ziel, dass man sagt, in einem zweiten Block die Jahrgänge in das Szenario B zu holen, also einen Wechselunterricht bis zu den Osterferien anzubieten und damit auch eine schrittweise Rückkehr in Schule dann zu ermöglichen. Das gibt Schülerinnen und Schülern wenigstens einen Rahmen für Struktur, für soziale Kontakte, für gemeinsamen Unterricht in dann noch kleinen Lerngruppen, um auch die weiteren Erfahrungen daraus zu ziehen, wie entwickelt sich Pandemie, wie entwickelt sich das Virus, wie entwickeln sich auch mögliche Virusmutationen. Das Ziel 4 Wochen deshalb, um auch eine verlässliche Planung allen Beteiligten zu ermöglichen. Dann kommen die Osterferien und mit Ende der Osterferien der Einstieg dann auch in den inzidenzbasierten Stufenplan, so wie er hier vorliegt, wo wir, glaube ich, ganz gut eine Balance finden zwischen
so viel Präsenzunterricht wie möglich, so viel Betreuungsangebote in Kitas wie möglich und so viel Gesundheits- und Infektionsschutz wie eben auch nötig. Die Stufen 1 und 2 sind dann das niedrige Infektionsgeschehen, wo dann in der Regel auch regional gesteuert werden kann. Stufe 3 liegt dann in dem neuen Korridor, die eben gerade auch beschrieben worden ist, 25 bis 50, also mit dem neuen Vorwarnwert, wo wir auch im Wesentlichen mit Präsenz arbeiten, aber bei dem Auftreten von Infektionsfällen in das Szenario B versetzen. Und die Stufe 4, das wäre dann ab 50, ist dann die neue Stufe, wo auch mit deutlich rigideren Maßnahmen reingesteuert wird. Man kann grob sagen, ab einem Landesinzidenzwert 50 wechselt das Bildungssystem in halbe Gruppengrößen. 5 und 6 wäre dann sozusagen das der extreme Anstieg auch von landesweiten Inzidenzzahlen.